Kratos sich dem Tempel nähert, erkannte er, dass seine Aufgabe größer war, als er geahnt hatte. Erneut erklang die seltsam schwebende Melodie durch Morpheus' schwarzen Nebel hindurch und verfolgte Kratos. Der Tempel, auf dem Kratos stand, war der Sonnenwagen des Helios. Jener Wagen, den die feurigen Rosse täglich durch den Himmel zogen, damit das Licht des Helios auf die Menschheit herabscheinen konnte. Kratos. Athene, was bedeutet das alles? Kratos, die Zeit ist sehr knapp. Der Olymp braucht dich. Ich habe genug von den Wünschen der Götter. Ich habe alles getan. Befreie mich endlich von diesen Albträumen, Athene! Nicht du kannst bestimmen, wann dein Dienst für uns endet. Du wirst dir deine Freiheit verdienen, mit der Zeit. Doch jetzt braucht der Olymp deine bedingungslose Loyalität. Der Gott der Sonne, er wurde vom Himmel geraubt. Der Tempel, auf dem du stehst, ist Helios' Sonnenwagen. Ohne ihren Herrn an den Zügeln haben die feurigen Rosse den Sonnenwagen zum Absturz gebracht. Und ohne Helios hindert niemand Morpheus daran, die Macht für immer an sich zu reißen. Viele Götter sind in einem tiefen Schlaf gefallen. Bald werden alle dem finsteren Griff des Morpheus erliegen. Was soll ich dagegen tun? Du musst Helios finden und ihn zurück in den Himmel bringen. Sonst ist die Welt der Götter und die der Menschen für immer verloren. Nur sein Licht kann sie schmälern, die Macht des Mordes. Athene! Athene!